Fahrer. Okay, also ich habe hier jemanden gefunden, der sehr, sehr gut sprechen kann. Übrigens, er ist sehr fließend und ich spreche ganz genau wie ein Influencer oder so. Und ich würde Sie auch einfach stellen, also was empfehlen Sie an die Leute, die halt zum ersten Mal kommen gegen die Taxifahrer, so solche schlawiner Leute, die immer versuchen, Drogen zu die Gäste zu verkaufen und immer mehr Geld zu nehmen und so. Er ist sehr erfahren, er hat viele Erfahrungen und ich denke, er kann das besser als ich erklären. Also, bah! Also, ja, was kann ich sagen? Es ist immer ganz wichtig, in die Augen schauen, den Taxifahrer, ob er vielleicht Drogen genommen hat. Auf alle Fälle keine Drogen kaufen im Taxi. Wenn er Drogen anbietet, Taxi gleich wegschicken. Was kann ich noch empfehlen? Den Zustand des Autos vielleicht angucken. Vernünftigen Preis auf alle Fälle. Vielleicht bei einem ägyptischen Freund mal nachfragen, wie die Taxipreise sind. Ansonsten kann ich noch diese ganz neue ABC-App empfehlen. Da kann man recht günstig Taxi fahren, habe ich heute auch gelernt. Sie müssen davor bezahlen. Okay, das ist kostenlose Werbung jetzt. Genau. ganz wichtig, wie gesagt, einen seriösen Fahrer. Ein seriöser Fahrer gibt auch eine Telefonnummer. Will ja auch nochmal wieder vielleicht eine weitere Fahrt haben. Auf alle Fälle ein drogenfreies Taxi nehmen. Vielen Dank. Also, Entschuldigung, können Sie das mal packen? Mal ganz kurz. Vielen Dank. Wollen Sie was sagen? Top. Top.